Hello people! Jo, das ist jetzt wie versprochen ein Test bei Regen mit dem Pixel 8 Pro von Google, dem JMac, wie man das sieht, und der Receiver ist auch dran vom JMac, weil, habe ich schon erwähnt, beim Android-Handy das noch nicht geht. Ich habe aber noch nicht genau geschaut, aber der Standpunkt vor vorigen Wochen war, dass es noch nicht geht, weil du eine Drittanbieter-App brauchst, um das Mikrofon über Bluetooth dort zu verbinden. Ja. Und das gibt es im Moment anscheinend noch nicht bei iOS. Also beim iPhone gibt es Blackmagic Video, heißt es. Und mit dem geht es dann. Ja. Ja, mit dem nicht. Ich habe das gestern vor 2 Tagen oder 3 Tagen, habe ich das Video auch schon hochgestellt, ist selber getestet mit der DJI Osmo Action 4. Da geht's, ja, da geht's wie ein Kleckerl. Also, das heißt, da tust du im Prinzip, richtest das einmal ein, koppelst das einmal. Das sind ein paar Tasten, das drückst, ist sehr einfach. Und sobald du dich gekoppelt hast und die Kamera ist eingeschaltet und du schaltest das Mikrofon ein, also den Sender, dann koppelt sich das automatisch. Jedes Mal, wenn du die Kamera eingeschalten hast und das Mikrofon einschaltest, ist automatisch gekoppelt. Was beim Handy leider nicht so ist, ich weiß nicht, ob es bei iOS so ist, aber ja klar, weil die Drittanbieter-App sich das vielleicht merkt. Mein Handy merkt es nicht. Das heißt, ich muss das Ganze ausschließen. Ist ein bisschen fummelig, wenn du eine Hülle hast. Ich habe auf meinem Beobachter die Originalhülle um. Und ja, da muss ich das halt reindrücken und schauen, dass ordentlich drinnen ist. Und dann musst du noch ins Menü von der Kamera gehen und auf externes Mikrofon schalten. Ja. Ja, ist jetzt auch nicht so die Hexerei, wenn du das vorher machst. Ne? Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und sonst funktioniert es ziemlich deppensicher, also ja. Weiß nicht, habe ich da jetzt plus 6 drauf? Keine Ahnung. Oder ist es nur das, ist ich schon so schlecht? Ich glaube aber, das ist nur das Lautsprechersymbol, was da ist. Ja, was gibt es sonst noch dazu zum Sagen? Ich habe es bis jetzt zweimal ausprobiert bei der Action 4. Lassen wir den ewigen Namen. Bei der Action 4 geht es hervorragend. Also, das passt hervorragend. Was mich bei der Action 4 ein bisschen stört, ist der Ausschnitt. Ist eh klar. Du müsstest die Kamera viel näher halten als da jetzt, weil du da schon eher näher dran an der ganzen Sache bist. Und ja, das ein bisschen besser geht. Da wieder beim Vloggen ist halt die kleine Kamera wieder Wahnsinn. Ne? Ja, doch ein bisschen einen größeren Sensor. Und da geht das gut. Ja. Ja, wie gesagt, funktioniert tut das Ganze nur mit dem Mikrofon, also ohne den Empfänger. Mit der Pocket 3, mit der Action 4, iOS-Geräte. Wie neu das sein muss, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Weil das letzte, ja, Ding ist, das ich mir zulegen möchte. Und so sieht man eigentlich, dass das recht gut funktioniert. Ja, was hat sie nur da? Nicht eigentlich, nicht wirklich viel. Ja, jetzt werden wir es dann einfach nur mit der Kamera ausprobieren. Also mit der Jabba Fuji X-H2. Da werden wir auch den Receiver drauf tun. Und bei der Fuji X-H2, du kannst da so richtige, wie soll man das nennen? Es ist im Transmitter, also in dem Mikrofonprogramm, sind schon vorgefertigte Kameras drinnen, also vorgefertigte Einstellungen für verschiedene Kameras. Und da ist halt die XH2S drinnen, die baugleich ist und als gleiches System im Ton hat. Und das kannst du einstellen. Es sind auch diverse Sony, Canon, Nikon Kameras drinnen. Ja, und da brauchst du es nur einstellen. Und dann steht die zum Beispiel bei einer, ich habe es gestern ein Video gesehen, mit einer Sony A7S3, glaube ich. Und da steht die da schon von ganz allein auf plus 6 auf, oder auf plus 9 sogar. Und du stößt die Einstellung von der Kamera direkt auf 1 oder 0, also auf 1 normalerweise.
Ja, und dann passt das hervorragend zusammen. Dann brauchst du gar nichts mehr einregeln oder mit dem Kopfhörer anhören. Dann passt das alles extrem gut zusammen. Ja, das geht auch mit dem Mikrofon. Was im Gegensatz zu anderen auch noch kann, ist, dass du direkt auf den Sender aufnehmen kannst. Das kann zum Beispiel dieses Holy Land Mark II, was super ist, weil es so klar ist, weil es so ein kleines Mikrofon, also so einen kleinen Sender hat. Ja, das kann das nicht. Und du kannst nur ein Lavalier da stecken, weil es nur einen Ausgang hat. Das kann das Holy Land auch nicht. Ja. Und Noise Cancellation weiß ich nicht, hat das auch. Und hat das Mark II, glaube ich, aber auch. Ja. Aber ich glaube nicht, also was ich da gehört habe, war das jetzt alles Schmäh sind, ich weiß nicht, was der, wenn wir Werbung und ein Geld dafür kriegt, dass er das dann so bearbeitet, dass er sich echt gut anhört, das kann schon sein. Ne? Ja, ich krieg kein Geld, ich zahle ja Geld dafür. Drum, wenn es nicht das tut, was ich will, schicke es zurück. Ganz einfach. Aber, ja. Es ist halt, wenn man sich überlegt, ich verwende sonst ein Rode Video Micro, das ganz kleine Mikrofon von Rode. Das ist qualitativ nicht schlechter, glaube ich, als das. Also, es hört sich meiner Meinung nach genauso gut an. Aber das ist halt viel unkomplizierter. Ne? Ich meine, gerade mit der Action hier, dann nimmst du nur das Teil mit. Du brauchst kein Kabel, du brauchst nicht schauen, wo du das Mikrofon hinsteckst. Also, dass du einen Kaltschuhadapter irgendwo hast. Brauchst nicht. Das steckst da an die Anne und die Sache rennt. Und ja, drum. Es rennt halt um einiges besser und einfacher. Ne? Sogar mit dem Handy ist es viel einfacher, weil du ja, nicht suchen musst, wo du das Mikrofon dann hin. Ne? Aber müsstest du irgendeinen Halterung kaufen oder ja, musst du das Mikrofon dann nur hinsteckst. Und dann ist es so ein Ding, das außersteht oder umersteht. Das heißt, sogar das kleine Mikrofon ist im Bild normalerweise. Ne? Bei meiner Action 4 muss ich schauen, wo ich sie tue, weil es meistens dann im Bild ist. Beim Handy nicht, weil die Kamera da ist, ne? Und das Ding da ist. Darum, und das Ding ist so klar, ja, du könntest das ja umgekehrt anstecken, nur siehst du dann im Pegel nicht. Ne? Also, wenn du jetzt selber filmst zum Beispiel. Ja. Also, wenn du selber filmst, ist eigentlich so, ne? Und auch wenn du, ja. Ist eigentlich so immer gescheiter, wie es jetzt ist. Ne? Ja, und auch was ich sonst Problem habe, dass bei meinem PC alle Videos, die andere Leute auf YouTube stellen, oder sagen wir, der Gros, also 80% der Videos, sind bei mir zu leise. Ich habe mir sogar ein Add-on jetzt drauf da, damit ich lauter stellen kann. Die über 100% halt. Ne? Das geht dann bis 600% und da geht es meistens. Und noch sind da welche dabei, wo es. Ja, nicht geht, weil es zu leise ist einfach. Ne? Und das macht das Ding nicht. Das geht bei meinem Computer und bei dem anderen wahrscheinlich darf der halt nicht mit 100% schauen. So sollte das aber auch sein. Das sollte, wenn ich auf meinem Computer was anschaue mit 50%, dann sollte ich normal hören. Und wenn es eine Musik ist, die mir voll taugt, dann schalte ich halt auf 80 oder 90 und dann sollte es laut sein. Ja. Kann aber auch mein Kopfhörer liegen. Ich habe so Beyerdynamics, Dynamics, die sind nicht schlecht normal. Ja, aber vielleicht sind die von der Umzahl, ja, zu hoch, zu niedrig, zu hoch wahrscheinlich. Ne? Dass da nicht gescheit geht. Na, zu niedrig. Na, niedrig ist gut, was die Lautschärfe betrifft. Also, dass zu hoch sind. Aber die haben, glaube ich, gerade 80 Ohm oder so. Also, viel besser geht es nicht. Oder ich muss bei meinem Computer mal, weiß ich nicht, auch Soundkarten ausschließen oder was oder irgend sowas machen, damit das ja lauter ist dann. Das Ganze. Ja. Wobei, wie gesagt, wenn man da aufnimmt, dann passt es halbwegs. Was hupen Sie da? Was hupen Sie da? Okay. Ja, aber das sind Probleme, die ich mit meinem PC habe. Und wie gesagt, wenn ich aufnehme, dann ist das nicht. Dann. Also seit ich jetzt das DJI, das habe ich seit 3 Tagen oder 4 Tagen. Jetzt habe ich 3 Aufnahmen damit gemacht. Eine, die will ich nicht öffentlich stellen, weil das ist ja scheiße, war leider das Unboxing.
Aber ich kann euch noch mal ein Unboxing oder zeigen, wie was drin ist, was dabei ist. Ja, das kann ich schon noch mal machen. Damit man sieht, was man kriegt in der Version, weil ich habe die Version mit einem Receiver und einem Sender. Also ein Mikrofon und ein Empfänger. Da ist halt nicht, ist nicht das gleiche wie die normale Version um 349, war nur 220 gezahlt. Ja. Bei der normalen hast du noch so schöne Ladebox aus Aluminium dabei. Die kaufe ich mir vielleicht, weil du kriegst alles ein. Siehst, das ist auch was Geiles an dem Mikrofon, was du woanders, glaube ich, nicht so machen kannst oder nicht so einzeln, so einzeln. Du kannst kaufen das Mikrofon allein in Schwarz, in Weiß. Du kannst kaufen die Box, die Ladebox allein. Du kannst fast jedes Teil allein kaufen und das so individuell das zusammenstellen, wie du das brauchst. Ne? Das ist auch eine coole Sache. So Leute, ich bin eigentlich jetzt fertig und ja, ich check das, wie das da funktioniert und ob das Mikrofon eh schön aufgenommen hat. Aber ich denke mal, das geht recht gut, weil sicher, das ist auch schön, du siehst an den Empfänger, siehst du den Pegel die ganze Zeit, wie er ausschlägt. Ne? Und der geht gerade ins Gelbe. Und das ist gar nicht so schlecht, weil dann wird es halt nicht zu leise. Ne? Okay, Leute, hat mich voll gefreut. Freut mich immer, wenn irgendwer zuschaut oder zuhört. Ja. Und bis daher durchhält, glaube ich, keiner, weil bei meinen Videos sich immer eine durchschnittliche Anschaudauer sozusagen bei einer Minute, 1 Minute 55. Also ich schaue immer, dass ich bei 10 Minuten bin. Ja. Naja, vielleicht wird es besser jetzt, wenn ich ein bisschen regelmäßiger Videos einstelle. Und das DJI Mic ist gerade eine Sache, was mir voll taugt. Und wo man dann öfters Videos machen kann. Mit Sachen, vielleicht wo sich wer nicht so beschäftigt damit und interessiert daran ist, wie es sich bei verschiedenen Geräten anhört. Ja, wie gesagt, das nächste, was kommt, ist die XH2 vom Fujifilm mit dem Receiver und dem Mikrofon. Ja, dann werden wir das so machen. Leute, hat mich echt gefreut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gell? Tschüss.